Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Let's Play Project Zomboid. Ja, wir machen da weiter, wo ich aufgehört habe letzte Folge. Wir waren in dem Army Surplus Store da oben und haben ein bisschen Zeug rausgezogen, allerdings nicht wirklich lohnenswert. Das ist ein bisschen müde, Ausdauer ist okay. Ich erkläre erstmal kurz, was ich zwischen den Folgen gemacht habe. Ich war im Debug-Modus, ihr habt das schon mal in der Nachfolge gesehen. Und ich habe mir, was habe ich denn? Den Penner-Perk habe ich rausgeschmissen. Wir finden jetzt also in Mülltonnen nichts mehr. Gleichzeitig habe ich, weil der 3 Punkte wert ist, mir die Freiheit genommen und einen anderen Skill, der 3 Punkte bringen würde, nämlich das Magenleiden, auch rausgeschmissen. Na, das mit dem Magenleiden habe ich deswegen rausgeschmissen, weil ich den Verdacht habe, dass dieser Bug, den wir schon mal hatten, wo wir also schon zweimal hatten, wo wir ein Zitronengas essen mussten, irgendwo damit zusammenhängt. Ja, so viel zur Transparenz. Ich hatte erst überlegt, ob ich den langsamen Laser rausschmeiße, der ist jetzt hier auch am Ende gelandet, deswegen, weil ich ihn kurz rausgeschmissen habe und dann, ach nee, doch nicht. Der wäre 2 Punkte wert. Ich habe mich dann aber, wie gesagt, für das Magenleiden entschieden, weil ich das irgendwo, ja, wie gesagt, ich vermute halt, das liegt halt daran, dass es da Probleme gibt mit dem, ja, wo ich vor einigen Folgen diesen Bug hatte, dass er einfach so eine Vergiftung hat. Na, muss nicht daran liegen, aber, also bin der Sache noch nicht hundertprozentig auf den Grund gegangen, aber dennoch ist das meine Vermutung und dementsprechend machen wir das jetzt so rum. Und dafür finden wir halt im Müllton auch nichts mehr. Ich finde, das passt doch ganz thematisch zusammen. Muss mich einfach nichts rechtfertigen hier und mach's trotzdem. Egal. So. Jetzt schlafen wir erstmal eine Runde. Ja, kein Penner-Perk heißt auch, wir müssen unsere Kalorien ein bisschen besser im Auge behalten. Was wiederum bedeutet, vielleicht sollte ich mal den Kühlschrank wieder in Gang setzen. Und dann müssten wir vielleicht mal schauen, dass wir irgendwo Zugang zu Wasser haben. Na, das ist ja hier das nächste Problem. Wir sind jetzt zwar in Raven Creek, aber wir haben ja auch gar nichts von der Stadt gesehen. Ich weiß nur, dass hier irgendwo ein Fluss sein muss. Hier oben irgendwo. Und das ist vielleicht mal eine Sache, die in den nächsten Folgen wichtig wird, dass wir uns in die Richtung ein bisschen, ja, ausbreiten. Bewegen einfach. Ne? Wir merkt, geht es hier nur langsam voran. Normal. Aber nutzt ja nichts. Klar, wir finden auch in den Wohnungen rundherum hier noch Essen, vermute ich. Aber ich muss ja trotzdem ein bisschen zukunftsorientiert denken. Und da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, mal den Fluss anzupeilen. So, ich habe einen Haufen Fernkampfwaffen. Ich packe die erstmal hier rein. Ich habe noch gar keine Ahnung, was das alles ist. AKM. Ja, so eine Tabula Rasa-Basis in Ordnung bringen Folge müssen wir auch irgendwann wieder machen, aber das hat auch noch Zeit. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Wir werden heute erstmal, ja, versuchen uns Richtung Fluss zu bewegen. Ich suche immer noch nach dem Schneidereibuch, auch wenn ich es gar nicht brauche, aber naja, mal schauen. Vorschlag haben wir. Machen wir ein bisschen schneller hier. In der Basis, da geht das alles. Oh, schon voll. Ach, hier hatte ich die kleinen Waffen reingemacht. Ja gut, dann nehme ich die kleinen Waffen hier nochmal raus. Die da. Die da, die da. So. Wir müssen nicht gleich komplett die ganze Ordnung durcheinander bringen. Das ist auch nicht nötig. So. Kommt hier wieder Kleinkram rein. So. Magazine und so Kram. War das hier? Ah, mach mal fertig. Ja, das kann. Kompensator. Da sind noch große Magazine drin. Okay, dann kommt das alles da rein. Ja, passt schon. So, schlafen wir mal eine Runde, damit es nicht so dunkel ist. Ist auch angenehmer für euch. Schlafen. So. Schneit schon wieder. Hä? Ich dachte, es wäre Frühling hier eingekehrt in der Spielewelt. Was soll das? Doch, das war der richtige Raum, oder? Irgendwie ist diese Basis noch ein bisschen verwirrend, finde ich. Da ist Klamotte drin, da sind Nahkampfwaffen drin, da könnte ich. Habe ich irgendeine Nahkampfwaffe? Na komm.
Machete benutze ich eh gerade nicht. So. Und hier kommt Munition rein. So. Und hier ist ein bisschen Kleidung drin. Kann man das rein. Okay. So, hier war der Schneiderei-Kram drin. Das heißt, das kann man da auch erstmal reinlegen. Okay, Wraps for Christ. Ich mache noch schnell das Auto leer und dann machen wir weiter. Natürlich müsste ich hier auch mal schauen, dass ich mir das Gemüsebeet anlege. Ah ja, das ist dann in einer der nächsten Basisfolgen. Oh, Zombie. Ha. So. Oh, schon wieder Krempel für mich dabei. Na klar. Oh, Schrotpatronen, 20 Stück. Nice. Das könnte öfter so sein. So hoch. Da läuft er wieder gegen die Wand vor Freude. Das ist ganz viel Zeug. Na, schauen wir mal. Sehr schön. Nehme ich das hier auch mit? Ist ja eigentlich was Interessantes. Ja, sowas hier zum Beispiel können wir mitnehmen. Ich habe ja Haufen Waffen gesammelt, ha? Das sieht doch so aus, als müsste ich da oben bald den nächsten Waffenschrank anfangen, wenn das so weitergeht. Was hat denn das hier kostet, den zu bauen? More Buildings, Containers, Metal Cabinet war das, ne? Der da braucht noch eine Schraube und 2 Metallplatten. Das sollte machbar sein. Eine nehmen. Ne, wichtig, dass man die richtige nimmt, ne? Und eine Schraube haben wir auch. So. Containers, Mittelkabinett und bitteschön. So, dann kommen hier die nächsten. Wir bauen einfach ein. So, dann brauchen wir hier die großen Waffen. Ah, wo sind sie? Ne, unten sind sie. Scroll, 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 scroll. Da, da. So, kommt da rein. Hä, warum? Was war jetzt das Problem? Aktenschrank. Ist kein Aktenschrank, ich weiß, aber... Okay. Ja, das sollte doch gehen. Genau. So. Die kommen hier rein. Bis auf diesen... Wie heißen diese Dinger? Ausfahrbarer Schlagstock, ne? So, ah ja, hier sind noch irgendwelche Waffenteile. Die kommen auch da rein. Und die Nahkampfwaffen hier rein. Bis auf die Hantel. Ja, warte mal, die Handgabel nehme ich mit. Oder ich glaube, ich war enttäuscht von denen in einer der letzten Folgen, aber ich werde die trotzdem irgendwie auch brauchen. Naja, passt schon. So, Munition muss noch einsortiert werden. Hoffentlich reicht das ja alles. Also vom Platz her. Ah, sieht gut aus. So. 10 Halfter. Klar, warum nicht? Umhängetasche mit Saatgut. Halt. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und die kann da rein. So, die müssten wir mal zerlegen. Wie mache ich denn? Okay. Schießprüfer, Walkie-Talkie. Das kann ich alles nach Elektronik ordnen, ja. Das kann also hier rein.
Hausschlüssel kommt an den Schlüsselring. Hausschlüssel kommt an den Schlüsselring. Wie sieht es aus? Bücher. Es kommt alles irgendwo in die Küche. Da ist noch Zeug für die Waffenkammer. Ja, ja, passt schon. Das hier rein. Wo hast du denn jetzt? Den Motor wollte ich hier reinpacken. Und das Seil und die Türklinke und Klebestreifen und Bindfaden auch. Komm. Ne, Pflanzenöl nicht. So. Dann Küche. Erstmal die Bücher hier rein. So. Noch irgendwas? Ja, also mit dem Essen, das rennt uns ja nicht weg. Also wenn ich hier so gucke, dann haben wir noch Nahrung für Wochen. Das heißt aber nicht, dass man trotzdem, dass man damit leichtsinnig sein sollte. Ne? Gib mir mal den Kochtopf. Wo ist denn der? Ich gebe hier den Kochtopf. Da. Nehmen. Oh, was ist in dem Rucksack? Gar nichts. Der liegt einfach rum. Okay. Dann hätte ich gern den Kochtopf befüllt. Hoffentlich geht das. Also hoffentlich reicht das. Ja, sieht gut aus. Und dann befüllen wir gleich noch die. So. Und dann machen wir uns jetzt einfach mal eine schöne Suppe mit Nudeln, ja klar. Eine Nudelsuppe. Und mach halt Bier dazu, klar, mach alles rein, geht schon irgendwie. Gemüse kann auch rein, was auch immer du nimmst. Ah, Spalterbsen. Okay, kann noch Bohnen dazu machen, ja. Und nochmal Gemüse. Und nochmal Bohnen. Und ich jetzt nochmal Nudeln dazu mache. Ja. Oh, können wir so noch die Butter daran. So. Achso, ja, kochen müsste ich es jetzt auch noch, wa? Dazu müssen wir mal kurz den Generator wieder anschmeißen. Ich glaube, da ist der Sprit alle. Oh, halt. Hier ist noch was. Komisch. Warum ist das hier in meinem Inventar? So. So. Das sieht doch schon besser aus. Ja. Okay, Generator wieder anschmeißen. Dazu hoffe ich doch, dass wir noch irgendwo Sprit haben. Ich weiß nicht, ob ich auf Vergangenheitsluno dort oben einen Kanister gelassen hat, mit dem ich nachfüllen kann. Na, sieht schlecht aus. Ja, ist leer. Okay. Dann. Huch. Dann brauchen wir einen Benzinkanister. Jetzt bin ich mal kurz hier. Oh Gott, hier ist ja auch noch Munition ohne Ende drin. Ich dachte, das wäre Garten. Gartenzeug. Krass. Ja, machen wir da. Kümmere ich mich später so. Ich komme ja vom Hundertsten ins Tausendste. Ich wollte eigentlich nur den Generator mit Sprit versorgen. Ich hoffe doch, die hier sind voll. Wenn nicht, gehen wir mal kurz rüber zur Tankstelle. Ja, komm, geht schon. So. Wisst ihr, was ich auch machen sollte? Es kostet ja keine Ausdauer, die diese Seile zu benutzen, ne? Habe ich irgendwo noch welche? Habe ich irgendwo noch Seile? Ich glaube, ich habe die alle entsorgt, weil ich so schlau bin. Sonst hätte ich gesagt, wir machen gleich noch eins bis aufs Dach. Naja, naja, ist egal. Dann nehmen wir mal die Treppe.
So. Und dann machen wir jetzt hier Treibstoff rein. So. Zack. Und einschalten. Sehr schön. So. Und dann haue ich mir jetzt gleich eine ganze Portion Suppe rein. Einschalten. So, und in der Zeit, während das kocht, kann ich noch ein bisschen sortieren. Zum Beispiel kann ich schmutzige Lederstreifen waschen. So. Blechdosen kann ich scrappen. Mhm. Die Jeans wird zerrissen, würde ich sagen. Weil, warum soll ich die mit mir rumtragen? Ja, die wird hier scrapped. Die kann ich scheinbar nicht scrappen, okay. Dann müsste ich jetzt hier auch eine Menge Kleinkram haben, genau. Blub. Das kommt wieder an den Rucksack ran. Das täglich grüßt das Murmeltier. Und da ist noch ein bisschen Krempel, der irgendwo Ordnung braucht, aber es geht. Frisch ungekochte Suppe mit Tomatenmark. Was haben wir denn da drin? Ich sehe ein Bier, ich sehe zweimal Nudeln, zweimal Bohnen und die Erbsen. Ja. Tomatenmark und Butter. Verbrennt. Kannst du gleich komplett wegmachen. Ich werde einen Haufen Kalorien haben. Wie das so lustig, wie das direkt aus dem Topf trinkt. So. Ja. Okay. Wäre das erstmal geklärt. Die kann hier rein. Das kann da rein. Noch irgendwas. Rauchbombe. Haben wir noch nie verwendet, ne? Die macht doch nicht wirklich Sinn. Leider, diese Rauchbombe. Die ist eher so fürs PvP oder so gedacht, glaube ich. Wollen wir sie mal zeigen? Machen wir gleich mal. Also Mist, wenn er mich fragt, macht die keinen Sinn. Jetzt machen wir mal ganz kurz. Moment, Gun Cleaning Kit mache ich mal hier rein. Und da war noch irgendwas Primer. Achso, das habe ich schon in die Truhe gepackt. Dann hier noch das Werkzeug rein. Das da. Schweißermaske müsste ich auch haben. Ja. Lieber alles doppelt. Den schmeiß ich mal auf den Boden, weil ich gerade nicht weiß, wohin damit. Machen wir jetzt auch einfach mal hier in die Kiste. So, Raps for Christ. Nice. Kommt hier in den Schrank. So, und dann noch die Medizin und das Lederzeug loswerden. Da haben wir es schon. So, ich nehme mal noch. Oh, ich habe gar keine Vitamine. Ich wollte gerade sagen, ich nehme noch Vitamine mit, aber wenn ich keine habe, dann kann ich die natürlich schlicht mitnehmen. Dann haben wir hier noch das Zeug. Ich habe gesagt, dass ich überhaupt keine Ordnung habe und das eine Katastrophe ist. Okay, Taschenlampe. Machen wir überall die Batterien raus. So. Und dann lassen wir die auch zum Zerlegen für Zukunfts-Luno. Okay. Zack. Der ist auch schon wieder voll. Oh, das müsste in die Waffenkammer, ist egal, kommt hier rein. So. Naja, und dann wieder über die Ordnung schimpfen. Gut. So, Rauchbombe. Rauchbombe ist ganz easy, die wirft man. Und dann raucht's. So. Und eigentlich hätte sie da runterfallen müssen und nicht hier oben. Ja. Auf jeden Fall, das unterbricht die Sichtlinie. Also Zombies sehen ihn tatsächlich auch nicht durch den Rauch. Aber die hören ihn, also meistens hören sie dich ja sowieso und kommen dann. Und wie ihr seht, das hält auch nicht so lange. Das ist. Irgendwo ist es albern. So, haben wir das auch mal gemacht. Die Benzinkanister lasse ich mal kurz. Oh, die kann ich mal mitnehmen. Können wir ja an der Tankstelle mal nachfüllen und ins Auto packen. Noch irgendwas? Nö.
mal zurück zum White Santa Hat gehen. Nämlich auch aus einem Grund, da muss ich meine Thumbnails nicht ändern. So. Dann. Dann gehen wir mal kurz hier hin, befüllen die beiden Benzinkanister. Was liegt hier eigentlich rum? Ach, eine Luftpumpe und Zeug. Entschalten. Und so. Wie ich das kenne, kommt sowieso gleich wieder ein Zombie an. Aber macht nichts. So. Ich pack die mal kurz hier rein. So. Und dann begeben wir uns jetzt mal. Ich kann ja mal ganz kurz. Da war mal drin. Das haben wir abgefrühstückt. Das Motel ist noch nicht fertig. Ich würde sagen, wir können ja mal diese große Straße hier nach oben verfolgen, auch wenn da eine Menge los sein kann. Aber ich nehme mal das Auto. Und dann schauen wir mal. So. Ah, so einen einzelnen Zombie halte ich jetzt nicht an und mach den weg, das ist Quatsch. Lohnt sich schon eher, aber. Okay, wir halten direkt an. Und messern ein bisschen. So. Gemach, gemach. Einer nach dem anderen. Wollte ich nicht eigentlich mehr mit der Sprechstange machen? Na, jetzt haben wir erstmal das Messer. Das geht eh schnell kaputt, also keine Sorgen. So. Hast du was Interessantes? Eine Uhr. Ein Arztkittel. Das ist ein Rucksack ohne Inhalt? Ne, Karte von Louisville. Ach, das habe ich bestimmt irgendeinem Survivor vom Rücken gekratzt. Oh, wir können auch mal in die Autos hier schauen. Da ist nur ein Müllsack drin. Nein, nein, nein. So. Da ist ja Schmuck. Und ein Zombie. So. Noch mehr Uhren. Okay, sonst nichts. Oh, das ist ja schon wieder eine ganze Gruppe. Wir nehmen das Brecheisen. Andererseits, nee, wir machen noch mal die Messer schnell kaputt. Ich brauche nicht so viele Messer mit mir rumschleppen, wenn ich sie nicht benutzen will. Also. So.
Das dauert zwar ein bisschen länger, aber wir haben ja Zeit. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Also, noch nicht. Wenn da noch mehr kommen, bin ich auf der Flucht, aber... So. Na los, was ist das? Jetzt weg. Pieks, pieks. Okay. Leere. Oh, ein gelbes Paket. Nice. Spiffos Kellnerkappe. Zombie ohne Inhalt. Oh, eine Reisetasche sind Erdnüsse. Hau rein. Geht meine Aufnahme? Ja. Ab und zu mal checken. Nicht, dass ich hier wieder ins Leere rede und nachvertonen muss. Da hätte ich wirklich gerade keine Zeit. Tatsächlich ist es so, dass ich heute gerade kaum Zeit für diese Aufnahme hier habe. Es ist ja um 10.42 Uhr und um 12 Uhr kriege ich schon wieder Besuch. Das heißt, ich kriege vielleicht noch eine Folge hinten dran. Mit ein bisschen Glück. Sehe ich denn aber. Das sehe ich denn aber. Hier los? Okay, nichts. Ja, du lass mal die Scheiben da ganz. Blöde Vandalen. Ruckel. So. Messer halten erstaunlich lange. Leeres Bürogebäude. Da waren anscheinend schon ein paar Leute rausgekommen. Okay. Da kommt einer, der da gesessen hat. Da oben ist scheinbar ein Lagerhaus. Das kommt dahin. Deep Fried Heaven. Der frittierte Himmel. So. Gruselige Pantomime. Ja. Okay, noch mehr Erdnüsse. Finde ich gut. Anscheinend habe ich da schon mal Autos zerlegt. War anscheinend nicht genug.
Ich hätte vielleicht meinen Lötkolben mal nachfüllen sollen. Naja, vielleicht finden wir unterwegs eine Gaspuddel. Unterwegs ist gut. Wir sind, glaube ich, noch nicht mal von dem Block weg, in dem die Polizeistation ist. Einfach wegen der Menge an Zombies, die in der Stadt existiert. Ah, nice. Ja, ich denke auch ohne den Penetrate kommen wir hier ganz gut über die Runden, wenn ich mir so angucke. Zombies habe ich auch ganz oft was Leckeres dabei. So. Ja, das ist unser. Oh Mann, wenn ich mal um die Ecke komme hier. So eine Scheiße. Ja. Stück für Stück, Leute, Stück für Stück. Hat ja nur eine halbe Stunde gedauert. So, jetzt ist ein Messer weg. Das geht auch bestimmt bald kaputt, was ich hier habe. Okay, sehr gut. Was Interessantes dabei? Nö. So, ja, die Gruppe ist jetzt auch Geschichte. Das hier würde ich mir mal gerne anschauen, aus Gründen. Da könnte Essen drin sein. Oben ist die nächste große Gruppe. Eine Warnweste. Na gut, das habe ich erwartet in einem Auto, was von einer Holzfirma ist. So. Im Kofferraum eine Luftpumpe und ein intakter Autoreifen. Da drin könnte man eventuell einen Gaskanister finden. So, bin schon wieder müde. Wie geht das denn? Farbe. So. Das nehme ich. Boah, Instandhaltung auf Level 9. Krass. So.
Na, 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 so nicht. Falsche Animation. So, Kleber nehme ich mit. Ja, kommen sie wieder raus. Solange wie sie da so einzeln rauspoltern, habe ich gar nichts dagegen. Ja. Eigentlich möchte ich gerne mal reinschauen, aber noch ist mir da drin zu wuselig. Also wir warten erstmal, was da so rauskommt. Ich bin schon wieder so. Ich habe den Impuls gerade, diese Container zu durchwühlen. Auch wenn ich genau weiß, dass es gar nichts ändert. So. Ich jetzt nicht rein. Also wie ich meine, ich kann es mal zeigen. Wir haben den Penetrate nicht mehr. Jetzt ist die Mülltonnen mehr oder weniger wertlos. Also, das heißt wertlos, da ist immer noch gutes Zeug drin, wenn ich irgendwie Metall suche oder sowas. Aber essenstechnisch werden wir da nichts mehr finden. Passt schon. So. Das wäre vielleicht auch ein bisschen balancer, wenn der Penner einfach nur so Essen finden würde, was halt schon abgelaufen ist und das essen könnte. Nur das wäre vielleicht sogar noch imbalancer, weil er dann prinzipiell alles abgelaufen auch essen könnte. Vielleicht so, dass es nur ein Zehntel Kalorien hat oder sowas. Und Hausschlüssel, cool. Macht ihr hier? Seid ihr ein bisschen doof? Na, na. Ah ja, da war es kaputt. So, und jetzt ist Brecheisenzeit. Wie ich den finde. Im Rucksack. Sehr gut. Und das sah auch aus wie ein Lagerhaus hier. Ist aber scheinbar ein Wohnhaus. Was habe ich denn gerade mitgenommen? Bin ich doof? Na egal. Wir können mal theoretisch die Nacht verbringen. Spricht ja nichts dagegen eigentlich. Weil wir sind eh müde. Und hier haben wir einen Bettraum ohne Zimmer. Ohne Zimmer, ja, was rede ich? Ein Bett. Ein Schlafzimmer, Hammer. Meine Güte. Und das hat kein Fenster. Das wollte ich sagen. Kein Fenster ist immer gut. So, Lichthose, Schneidebrett, Müllsack. Aua! Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Eine Scheiße. Zurück zur Basis. Ich sollte mich einfach nicht mehr beißen lassen, ne? Scheiß Wohnhäuser. So viel Pech muss man erstmal haben. Der ist ja durch 3 Lagen Kleidung durch. Da hat er sich durchgeknabbert. 4 Lagen.
Hey, wie geht das überhaupt? Scheiß. Ja, hau ab. Blöde Dopphäuser. Ich glaube, das schlechte Laune. Nee, es ist ja zum Spiel. Kriegen wir schon hin. Zack. Ja, hier hoch. Und ich habe ein gelbes Paket hier von. Da wird sowieso keine drin sein, keine Spritze. Also. Aber. Ja, nur Pillen. Ach doch! Lol. Als ob. Ja, okay. manchmal hat man Glück. Rein damit. Nicht mal eine Erkältung. So. Mai, mai, mai. Naja, da hat sich da fast schon wieder, also wie soll ich sagen, der hat zwar Pech gehabt, dass ich durch drei Lagen Kleidung durchgebissen wurde, oder vier, aber dafür hatte ich dann wieder Glück bei dem gelben Paket. So. Das kommt ja hier rein. Dann kann ich die Kleidung auch direkt wieder reparieren. Erkältung habe ich doch. Ja, macht ja nichts, weil. So, das ist kaputt. Das braucht einen Flicken. Ja. Ja, die Erkältung ist ruckzuck wieder auskuriert. Mache ich mir jetzt gar keine Platte. So. War ich hier bei Bricks untersuchen. Und ein Lederstreifen dran. Okay. Dann das Ding untersuchen. Stofffetzen ran, ja. Und Lederstreifen ran. Vielleicht muss ich denn generell mal schauen, ob ich hier mein Dings ein bisschen optimiere. So, durch den Pullover hat er nämlich auch durchgebissen. Ja. Moment mal, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht, oder? Ja. Erstmal so und dann das Lederstreifen drauf. Und irgendwo ist immer noch ein Loch bei der Kugelsicherung Weste. Gut. Und Lederstreifen drauf. Na ja, also 11% Chance, dass er durchkommt. Hat er eh geschafft. Passiert. So, das wieder da rein. Natürlich auch mal ein bisschen schauen, dass ich besseren Kram anziehe. Also, wenn ich hier mal das Ding anschaue mir. Das machen wir heute nicht. Der Kopf ist kaum geschützt. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich da nur eine Mütze trage. Ja, vielleicht wäre es so sinnvoll, die auch zu tragen. Was ist eigentlich? Da stand ja irgendwas mit on und off. Was passiert, wenn ich das off mache? Mal, zieh mal aus. Nee, mach mal andersrum. Ich ziehe mal die kurz an. So, und jetzt machen wir mal hier. Back. Was macht das? Scheinbar ändert es nur, wie rum man den trägt. Gut, dann muss ich jetzt ein bisschen schlafen. Und hier gekühltes Zuckerpaket aus, auch schön. Muss ich ein bisschen schlafen und wohlgenährt sein.
damit ich diese Erkältung wieder loswerde. Und dann geht's weiter. War nicht Scotch? Na, irgendwo. Oder Bourbon. Schwören können da. Trinkt das aus. So. Bringt nämlich ordentlich Kalorien. Macht den satt. Oh, dann kann ich mich jetzt direkt hinhauen. Wir sind ja hier oben in Sicherheit. Schlafen. Ja, Erkältung geht weg. Und nur noch ein paar Schmerzen, die nicht so schlimm sind. Und dann sehen wir mal, dass wir die letzte Viertelstunde der Folge nur noch mit dem Brecheisen arbeiten. Ich hätte jetzt schon wieder das Gas nachfüllen können. Ne? Ich habe es nicht gemacht, weil ich doof bin. Passiert. Das könnte ich. Ich habe gerade nichts, womit ich das flicken kann. Wir haben jetzt bald den 12.000. Zombie. Was hätte ich in dem Auto zu holen? Nice. Irgendwas auf dem Dive. Ach, sonst ist es abgeschlossen. Na gut. Der hat nur eine leere Getränkedose. Die Gruppe mache ich jetzt mal weg. So. Abgeschlossen. Schauen wir doch mal, ob es hier drin was Leckeres gibt. Verrottete Pommes. Und Zwiebeln. Und naja, okay. Versuch war es wert. So. Ja, dann schaue ich jetzt nochmal da rein. Und lass mich anknabbern.
Ich gehe hier raus. Wir gucken uns mal an, was ich da gerade angelockt habe. Ah, nur einer. Okay. So. Das kann man schon mal so machen. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass dann eventuell ganz viele Zombies kommen. So. Klingt so, als wäre es alles ein bisschen ruhiger geworden. Kultisten. Ob hier ein Event drin ist? Das hier waren viele los. Also hier war viel los. Viele Zombies unterwegs. Und hier ist auch immer noch eine Menge am Rumpeln. Ah, Essen. Kaputt, okay. Bücher. Schneiderei 5, sehr gut. Die suchen wir ja schon länger. Bei denen weiß ich gar nicht. Ich nehme sie mal mit. Elektrotechnik 5 nehme ich auch mit. Wahrscheinlich haben wir alles doppelt und dreifach jetzt, aber egal. War ich hier schon drin? Scheinbar nicht. Gut, der muss da gerade reingewandert sein. So, jetzt gehen wir noch eins höher. Ja. Die sind so unhöflich, ne? Komm mir vor wie der Kammerjäger. Verrottet. Verrottet, verrottet. Schade. Klavier. Margarine, sehr gut. Bäh, falsch abgebogen. Hier ist nichts. So. Ich könnte auch mal wieder mehr schleichen. Ah ja, da oben ist er drin. Na gut. Gewürzgurken. Vergammeln aus irgendeinem Grund nicht. Schwamm. Ist alles zugemüllt ist hier. Krass. Oh, das ist cool. Das ist sehr cool. Das nehme ich alles mit natürlich.
So, dann schauen wir mal hier rein. Ja, die kommen mit. Okay, dann können wir uns von hier wieder verziehen. Mit. Bisschen enttäuschend, aber na klar, wir haben ein Schneidereibuch Level 5 gefunden, also nicht ganz so, nicht ganz erfolglos. E-Generex. Mhm. Was gibt's da? Kommt mal her. Ah, wir müssen auch alle. Wenn ich ein bisschen durchgeschwitzt bin, ist vielleicht nicht so cool. Naja, für so eine Handvoll Zombies reicht's. Netter Kram dabei. Kann gerade einer von unten? Nö. So. Oh, das lassen wir nicht zurück. Vitamine und Nägel. Das klingt nach einem Slogan für den 2. Nimm 2, Vitamine und Nägel. So geht das doch, oder? So. Schauen wir hier rein. Gar nichts. Mülleimer hat auch nichts. Das hier wollte ich gerne noch mal reinschauen. Wenigstens mit einem Auge. Und dann weiß ich, was ich nächste Folge mache. Naja, ohne Fabrik ist das. Na, da könnte es netten Scheiß drin geben. Ich tippe auf Batterien. Das sehen wir dann. So, Leute. Machen wir an der Stelle mal einen Cut. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Macht's gut.